Ja, hallo Freunde, in der Nacht, es gehen wir los. Eine kleine Aufnahme ja von der A3 Richtung Köln. Ja, ich stehe jetzt hier in der Baustelle. Also ich denke mal, auf diese Spur, wo ich jetzt fahre, hat sich jetzt irgendwie ein Unfall ergeben, weil links, wo dieser LKW da lang fährt, der war eigentlich gar nicht lang fahren. Aber ist egal, die Straße ist breit genug, da kann man auch mit dem LKW durchfahren. Ich denke mal, das haben sie extra so gemacht, falls sich das hier staut, dass man wenigstens mit dem LKW noch links fahren kann. Weil ja irgendwie alles egal ist hier in Deutschland. Und das ist das Resultat. Die anderen können halt zügig weiterfahren. Die Deppen stehen hier quasi im Stau und genießen quasi das Stauleben. Mir kann es egal sein. Ich habe zum Glück nicht so viel Stress. Das wird sowieso erst morgen früh werden. Ich denke mal, ich muss aber noch diese halbe Stunde Pause machen hier auf der Baustelle, hier auf der Autobahn, das wird dann sonst zu knapp werden, weil ich komme so um 16 Uhr an. Ich habe zwar jetzt später angefangen, um 9:45 und muss ja trotzdem meine halbe Stunde Pause machen. Von der Fahrzeit ist es egal, das schaffe ich locker dahin, da wir ja nicht so Schneckentempo durchfahren, sondern ja, wir stehen hier halt, deswegen von der Fahrzeit passiert halt nichts, nur von der Schichtzeit und ja. Deswegen bin ich heute ein bisschen guter Dinge. Es gibt auch andere Tage, wo es wäre halt unpassend, aber gut, das kann man halt nicht verhindern. Ja. Ja, auf der Spur stehen jetzt auch irgendwie zwei LKWs. Will gar nicht wissen, wie die hier mit den Einsatzfahrzeugen durchkommen. Weil auf dieser Spur, da sind die hier vorhin lang gefahren. Das sind quasi zwei Polizeiwagen und ja, solange der linke Verkehr gut läuft, dürfen die eigentlich gut durchkommen. Weil manchmal staut sich das so ein bisschen. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wird er gegafft. Deswegen, das ist wahrscheinlich das Problem, wenn dann der Verkehr sich so ein bisschen stockt. Jo, keine Ahnung. Jo, das wollte ich sagen. Ja, mit meinem Gewicht. Ich hätte ja gesagt, ich hätte ja in 6 Monaten vom Gewicht. Jetzt genau, aber das sind nur 3 Monate, habe ich jetzt nochmal in der App geschaut. Das sind nur 3 Monate, wo ich jetzt so 13 Kilo abgenommen habe. Ich bin jetzt aktuell, glaube ich, bei 95, 96 und bin wirklich froh drüber, weil ich fühle mich wesentlich wohler. Also ich habe von der Ernährung habe ich ja eigentlich gar nicht so viel umgestellt. Ich habe ja eigentlich, esse ja eigentlich nur weniger, ja. Ich esse zwar denselben Kram immer noch, ich gehe auch ab und zu auch zu McDonalds oder zu Burger King und sowas, das esse ich auch ab und zu noch. Anderes hat ja leider nicht geöffnet auf der Autobahn. Ich glaube, die Autohöfen haben, glaube ich, wahrscheinlich offen, aber da fahre ich ja ungern hin, weil das mir zu teuer ist. Und deswegen bin ich schon halt immer so Meckes, gestern halt auch schon. Und selbst beim Meckes esse ich jetzt auch weniger. Ich habe über früher wesentlich mehr geholt und deswegen hat sich das ja doch ein bisschen geändert und ja, bin eigentlich guter Dinge, dass ich das Gewicht halte, weil ich tue halt quasi mein Gewicht oder meine Kalorien zählen. Ja, ich habe extra so eine App, wo man dann halt die Speisen halt eingeben kann und dann kann man sehen, okay, jetzt bist du schon drüber und ja, deswegen passt es eigentlich. Und ja, vom Zuckerhaltigen esse ich jetzt weniger oder trinke sogar weniger. Ich hatte immer vorher, hatte ich immer so ein bisschen Zitrone mitgenommen, so Zitronensaft und Apfelsaft. Das trinke ich ja quasi nur am Wochenende. Und den Rest der Woche trinke ich halt nur Wasser. Und Kaffee trinke bin ich auch nicht. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob man da jetzt zunehmen würde. Auf jeden Fall geht es mir dementsprechend gut. Ja, mir passen die Hosen wieder. Das ist perfekt. Ja, deswegen bin ich froh, dass ich für ein Gewicht war. Ich werde ja auch nicht mehr jünger. Ja, ich werde ja auch immer älter und merke dann, wie zerbrechlich ich eigentlich geworden bin. Und ja, da kann man nicht so haushalten, wie man es in jungen Jahren gemacht hatte. Ich glaube, früher hätte ich viel mehr gegessen. Was heutzutage nicht mehr möglich ist. Da ich mich ja weniger bewege hier im LKW, ich gehe zwar
am Wochenende so ein bisschen immer so spazieren. Mehr auch nicht. Und das, was ich halt tagsüber laufe, das ist ja halt, wenn ich vom LKW aussteige, halt ablade oder zum Kunden laufe und feststellen, wo ich mich hinstellen soll. Aber großartig gehe ich ja gar nicht draußen von oben. Und deswegen, das ist gut, dass ich mit dem Gewicht drunter bin. Und also mein vorgeschlagenes 94 Kilo, dann hätte ich mein Idealgewicht. Und ja, darf halt nicht nachlassen, ja. Naja. Okay, Freunde in der Nacht, dann werde ich mal sagen, dann beende ich mal diese Aufnahmen für ihr Herz und für heute. Und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.